Wow. Willkommen zurück, Friends. Und zwar dieses Mal habe ich hier einen der besten ND-Filter 2022. Zumindest sagen das viele andere Leute. Und zwar ist es der ND-Vario von Nisi. Und zwar ist es ein variabler ND-Filter von Nisi mit der Bezeichnung True Color. Und das ist eigentlich das Spannendste. Doch bevor wir darauf eingehen, was alles dieser Filter kann, ist erstmal die Frage, wofür brauchen wir einen ND-Filter? Nun, da gibt es eigentlich zwei Komponente. Und zwar einmal die Fotografen und die Filmemacher. Wir fokussieren uns natürlich auf die Filmemacher, aber für die Fotografen ist es sehr interessant, weil die dadurch einfach eine längere Belichtungszeit hinbekommen bei ihren Fotos. Aber was viel spannender ist, ist eigentlich auf der anderen Seite der Filmemacher. Denn wir kaufen uns unglaublich viel Equipment von Kameras, Objektiven, sonst was und wir versuchen diesen Look von Hollywood, diesen schönen cinematischen Look irgendwie zu rekreieren, dass wir das selber hinbekommen. Und da ist tatsächlich ein ND-Filter unglaublich wichtig. Das ist jetzt ein anderer ND-Filter, das ist der von Black & White, der ist aus Deutschland. Ist ein ziemlich teurer Filter, den habe ich mir vor einigen Jahren gekauft und ich muss sagen, seitdem ND-Filter ist echt ein Muss. Und deshalb ist für mich nicht die Frage, ob ND-Filter oder kein ND-Filter, sondern welcher ND-Filter. Ich glaube, das war somit das zweite Gadget, was ich mir gekauft habe für meine Kamera. Einmal ein Mikro und ich glaube, das zweite war tatsächlich ein ND-Filter. Doch die eigentliche Frage ist, was macht eigentlich ein ND-Filter mit einem Bild, das es so viel cinematischer macht? Weil eigentlich macht es das Bild ja nur dunkler. Genau dafür gehen wir jetzt mal los und gucken, ob wir irgendwelche coolen Szenen mit einem ND-Filter filmen können. So, jetzt geht's ab zum Skatepark, damit wir richtig viel Bewegung reinbekommen, damit man auch mal den Unterschied sieht zwischen ND und Nicht-ND und natürlich auch, welche NDs. Gut, also wir wissen auf jeden Fall, wo der Unterschied liegt zwischen ND-Filter und Nicht-ND-Filter. Denn hier in der Szene filme ich einmal ohne ND-Filter und ihr seht schon, jeder Shot ist einfach gestochen scharf. Und es wirkt komisch, also mal ehrlich, wenn man das so anschaut, komisch. Und auf der anderen Seite, gerade bei den anderen Aufnahmen, ist viel Motion Blur da und das ist eigentlich das, was wir mit unseren Augen halt auch einfach kennen. Und genau dafür braucht man einen ND-Filter, damit man mit offener Blende eigentlich noch diese Bewegungsunschärfe reinbekommt. So, Nisi hat mir einmal diesen ND-Filter geschickt. Ich habe schon ein bisschen was davor gelesen gehabt und deshalb war ich echt gespannt. Nichtsdestotrotz ist ein ehrliches Review mit Vor- und Nachteilen. Und ich muss schon sagen, ich bin sehr gespannt, weil eigentlich hier dieser Black & White ist einer der besten und gleichzeitig auch teuersten ND-Filter, die ich kenne. Und deshalb bin ich mal super gespannt, ob dieses True Color stimmt. Also so der erste Eindruck, die Verpackung ist richtig schön, muss man echt sagen. Und was cool ist, ist tatsächlich dieses nice Case. Denn das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich zum Beispiel bei diesem teuren ND-Filter komplett vermisst. Und dieser Nisi ND-Filter ist jetzt auch nicht billig und deshalb finde ich das eigentlich super gut, dass man wirklich etwas hat, was es schützt. Das ist der ND-Filter und der sieht tatsächlich sehr, sehr, sehr cool aus. Aber der muss ja nicht nur cool aussehen, sondern der muss auch ein paar Sachen drauf haben. Und zwar würde ich das einfach mal so machen, ich würde den ND-Filter, so wie jetzt alle meine zukünftigen Reviews, immer so bewerten. Einmal das Aussehen, wie ist die ganze Journey, so das Ganze aufzumachen. Und da muss ich sagen, das ist echt cool. Also das Ding ist sehr, sehr schön gestaltet. Es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Also überhaupt nicht plastikmäßig oder sowas. Mega geil auch, dass deine Lenscap mitkommt. Und natürlich diese Tasche. Das ist echt, also es ist nicht nur ein nices Gimmick, sondern es ist auch wirklich praktisch. Denn dadurch kann man einfach die Sachen sehr, sehr schön verstauen und die halten halt einfach länger. Deshalb so von der ganzen Verpackung her würde ich dem Ganzen tatsächlich 5 von 5 Punkte geben. Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist tatsächlich, man hat hier diesen richtig coolen Pin und da kann man auch das Ganze schön drehen. Es macht auch echt Spaß, aber hier Pin und Lenscap, die funktionieren nicht. Was eigentlich super Sinn gemacht hätte, wäre hier ein kleines Loch reinzumachen, damit quasi die Cap über diesen kleinen Pin gehen würde. Eigentlich schade. Vielleicht mache ich das noch selber. Weil wenn man jedes Mal das Ding wieder abschrauben muss, also ich verliere es. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Handling. Und zwar, was wichtig ist bei ND-Filter, dass die nicht zu leicht drehbar sind. Denn stellt euch vor, ihr filmt gerade etwas, ihr habt alles perfekt eingestellt, gerade auf einem Gimbal oder sowas. Und dann kommt ihr irgendwie ganz leicht an die Kamera und zack, euer ND-Filter hat sich komplett verstellt. Deshalb, was wichtig ist, ist, dass ihr echt damit nichts verstellen könnt. Und genau das ist der Fall. Also da ist relativ viel Widerstand, nicht zu viel Widerstand, aber halt so, dass das Ding halt einfach normal fest sitzt. Was mir auch immer wichtig ist, ist tatsächlich auch, dass es nochmal ein Außengewinde hat. Also sprich, ihr habt ja hier euer Objektiv.
dann kommt einmal das Ding hier da drauf und dann wollt ihr vielleicht nochmal irgendeinen Filter drauf haben. Vielleicht irgendetwas, ich weiß nicht, irgendwas mit Effekten oder sowas. Und das müsst ihr dann nochmal da drauf schrauben. Also ich finde es tatsächlich besser als der hier. Es hat einen harten Anschlag, was sehr wichtig ist. Auch 5 von 5 Punkten. Also so das Gefühl, das erste ist echt Hammer. Und vor allem, der ist auch gar nicht so dick. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, testen wir den schönen ND-Filter mal gegen den hier. Und vergleichen das natürlich auch noch mit ein paar Charts. Und was eigentlich am allerwichtigsten ist, die Real-Life-Experience. Also wie ist es draußen? Wie sehen die Hauttöne damit aus? Und wieso das Ganze so wichtig ist? Ganz einfach. Stellt euch vor, ihr habt jetzt ein Objektiv. Und ihr filmt jetzt innen drin. Und da wollt ihr natürlich keinen ND-Filter haben, weil ihr müsst eure ISO nach oben schrauben, all das Ganze. Das heißt, ihr macht den ND-Filter ab. Jetzt filmt ihr indoor und jetzt geht ihr nach draußen. Und dann schraubt ihr den ND-Filter drauf. Und wenn jetzt aber die ganzen Farbeinstellungen nicht mehr zu dem passen, was ihr indoor gefilmt habt, das kostet euch so viel Zeit im Grading, weil ihr müsst dann irgendwie den Blaustich aus den Tiefen rausbekommen oder wenn die Highlights irgendwie anders aussehen. Deshalb, was super wichtig ist, einfach, ihr habt die gleiche Farbe innen sowie außen. Ohne ND-Filter sowie mit ND-Filter. Ansonsten könnt ihr euch halt nicht drauf verlassen und müsst den immer drauf haben. Bevor wir aber zum eigentlichen Testergebnis kommen, man muss immer bedenken, dass der Test ist eigentlich relativ und nicht absolut, denn ich benutze auch hier eine Sony, ich benutze es Cinetone und das sind natürlich alles so Einstellungen, die verändern an sich die Farbe primär so schon. Aber es sind natürlich die gleichen Einstellungen zwischen den zwei ND-Filtern und einmal natürlich auch ohne ND-Filter. Und da muss man schon sagen, ich bin über zwei Sachen sehr, sehr überrascht. Einmal, der ist echt gut. Also der hat tatsächlich, also der Black and White, der hatte sehr oft einen Grünstich. Das seht ihr zum Beispiel hier oder auch in anderen Footage. Und da muss ich persönlich sagen, ich finde eigentlich diesen Grünstich ganz cool. Manche Red-Kameras haben das eigentlich auch oft, dass sie so einen cinematischen Grünstich haben. Also mir taugt der tatsächlich schon. Aber das ist natürlich schon krass, wenn man jetzt überlegt, einmal mit und einmal ohne ND-Filter, da macht der natürlich schon viel aus. Deshalb habe ich mir damals auch zwei geholt. Und die habe ich eigentlich immer auf den Objektiven drauf, mit denen ich filme und nehme lieber die ISO ein bisschen höher. Aber jetzt kommen wir zu dem und da muss ich sagen, mit so einem ND-Filter würde ich mir tatsächlich zutrauen, einmal mit und einmal ohne ND-Filter zu filmen. An sich finde ich tatsächlich das Bild so ein bisschen magenta-lastig, vielleicht aber auch nur, weil ich das Grüne jetzt gewohnt bin. Aber insgesamt, wenn man so die ganzen Specs anschaut, also zum Beispiel gerade mit dem Color Checker, sieht man halt, die Farben werden mit dem ND-Filter genauso gezeigt, wie sie eigentlich sein sollten. Klar, bei der einen oder anderen Sache ist ein bisschen off, aber im Großen und Ganzen ist schon sehr, sehr gut. Genauso auch bei den Hauttönen schneidet der Nisi ND-Filter halt einfach viel besser ab. Man, das ist echt krass, also das wundert mich richtig. Mich hat es tatsächlich voll überzeugt. Nichtsdestotrotz ein großes Manko, dadurch, dass ich jetzt mehr mit dem ND-Filter auch gefilmt habe, ist tatsächlich die Cap. Also die hätten hier einfach noch so ein bisschen was reinschneiden sollen, dann würde die Cap perfekt... Naja, egal. Aber abgesehen davon würde ich dem Filter wahrscheinlich insgesamt 2 Punkte abziehen. Einmal für tatsächlich genau das da und ansonsten der Preis, weil der ist halt relativ hoch. Aber ganz ehrlich, Leute, man bekommt halt das, wofür man zahlt. Das heißt, wem würde ich das Ganze empfehlen? Auf jeden Fall denjenigen, die professioneller filmen wollen. Manche Leute, die gerade so am Anfang sind oder sowas, da gibt es auch billigere ND-Filter, gerade zum Beispiel von Tiffen oder sowas. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr euch ausprobieren wollt, dann macht es so. Wenn ihr aber sagt, hey, da steckt schon einiges an Geld dahinter und ihr bekommt auch Geld rein und all das Ganze, dann sucht euch einen gescheiten ND-Filter aus. Gut, ich habe jetzt wahrscheinlich 1000 Mal ND-Filter in dem Video gesagt, deshalb hör mal auf damit und wir sehen uns nächste Woche. Peace, Leute.